Der heutige Sonntag, Misericordias Domini, ist der Sonntag vom Guten Hirten. Unsere Gemeinde heißt unsere Kirche in Eckersreuth, Kirche zum Guten Hirten. Jesus Christus hat bei uns ein Heimspiel. Wir freuen uns, diesen Sonntag miteinander zu feiern, das Gottesdienst hier vor Ort und Sie daran teilhaben zu lassen über das Internet. Einen gesegneten Sonntag. Thank you.
Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und
Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Okay.
Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Und so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben, auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Der Herr segne uns sein Wort. Ja, liebe Gemeinde, das ist nun mal wirklich ein Angriff, den es hier für die falschen Hirten des Volkes gibt. Gott teilt hier richtig aus gegen die Könige und Herrscher. Diese anklagende Rede Gottes ist über 2500 Jahre alt. Sie wurde Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus Christus vom Propheten Hesekiel gehalten. Und sie klingt doch in vielerlei Hinsicht so verflixt aktuell. Da zürnt Gott und schimpft über die falschen Hirten, die Könige und Herrscher des Volkes, die Spitzen der Obrigkeit. Es sind Hirten, die ihre Herde falsch führen, Hirten, die Herde Gottes weiden sollen und es doch nicht tun. Sie weiden sich lieber selber und bringen ihre eigenen Schäfchen ins Trockene. Sie bauen nicht auf, sie treten nieder, sie helfen nicht, zerstören. Sie sollen den Schwachen und Verlorenen helfen und mästen doch nur sich selbst. Sie schlachten die gemästeten Tiere, sie kleiden sich mit der Wolle und sie essen das Fett, statt es denen zu geben, die es wirklich brauchen. Sie sollen die Herde Gottes weiden und weiden doch nur sich selbst, weil sie nur an sich selbst denken. Sie stärken die Schwachen nicht. Dafür schwächen sie noch die Starken, die ihnen gehören.
Sie heilen die Kranken nicht und verbinden die Verwundeten nicht. Sie suchen die Verlorenen nicht und sie holen die Verirrten nicht zurück. Liebe Gemeinde, eine gewaltige Liste an Vorwürfen Gottes gegen die Hirten. Scharf und heftig, deutlich und deftig. Das Volk Gottes hat unter der Führung dieser falschen Hirten jede Orientierung verloren. Die Schafe sind zerstreut, weil sie keine guten Hirten haben. Denn diese Hirten kümmern sich nur um sich selbst nach dem Motto, Hauptsache uns geht's gut. Und so sind die Schafe zerstreut. Sie sind Gefahren ausgesetzt, weil sie keine mehr beschützt. Es herrscht das Faustrecht des Stärkeren. Die Schwachen schützt keiner. Und so irren sie umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Niemand ist da, der nach ihnen fragt oder der sie sucht. So heißt es hier in dieser anklagenden Sprache des Propheten. Es ist ein Jammer damals zu der Zeit von Hesekiel. Nun kennen sicher die meisten den Spruch, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man muss aber kein böser Schelm sein, wenn einem hier sofort aktuelle Personen und Beispiele und Vorgänge in den Sinn kommen. Verzweifelt und alleingelassen fühlen sich die Menschen derzeit auch weitgehend von den Herrschenden, in vieler Hinsicht bedrückt und bedrängt, isoliert und eingeschränkt, abgeschnitten von den Kontakten zur Familie. Man muss rechnen, mit wie vielen Menschen man wen besuchen darf, nachts eingeschränkt. Und einzelne, in diesem Fall buchstäblich schwarze Schafe aus dem Bundestag und Landtag, scheffeln noch Geld aus der Not mit Millionen Provisionen für diese Maskendienst. Die Politiker in den Regierungen schwören in ihrem Amtseid, dem Volk zu dienen und Schaden vom Volk abzuwenden. Jeder Abgeordnete in Bund und Land wird mit Steuergeldern dafür bezahlt, dem Land und dem Volk zu dienen. Und zwar dem ganzen Volk, auch den Armen, den Schwachen und Bedrückten, nicht nur den Besitzenden, den Aktionären von großen Unternehmen. Das Handeln sieht leider bei manchen ganz anders aus. Da werden die Kontakte aus der Politik für private Geschäfte genutzt. Nein, man ist kein Schelm, wenn man bei dieser Kritik von Hesekiel an den Königen und Herrschern Israels damals sofort auch an unsere Zeit und an unsere Herrscher denkt. Und ich predige selten und ungern zu politischen Fragen, aber wer das hier nicht tut bei diesem Predigtext, macht auch etwas falsch. Es klingt jetzt sehr nach Politikerschelte, aber so ist das eben auch bei Hesekiel. Es ist sein großes Thema, das Versagen. Der Egoismus, die Eigenliebe, das Abzocken der Herrscher und Könige, das fehlende Interesse am Volk, an den Menschen, all das ist das Thema bei Hesekiel. Deshalb sind die Herrscher damals falsche Hirten, damals die Könige, heute Politiker, wenn sie ihn so haben. Nun ist das heute aber kein Sonntag und auch keine Rede von Hesekiel, die uns erlauben, uns bequem zurückzulehnen im Sessel, um nur auf die da oben zu schimpfen und unsere eigenen Hände wie damals Pilatus in Unschuld zu waschen. Wir sind nämlich alle Sünder. Wir haben alle unsere kleinen und größeren Sünden im Gepäck unseres Lebens und wir dürfen uns immer zuerst an die eigene Nase fassen und zuerst nach dem Balken im eigenen Auge suchen, als nach dem Splitter im Auge des Nächsten. Umso wichtiger, liebe Gemeinde, damals, zur Zeit Hesekiels, aber auch für uns heute, als Gemeinde Jesu Christi, wird die Ankündigung Gottes, das Blatt zu wenden. Unser Glaube hat immer mit Hoffnung zu tun. Wir erwarten als Christen die Erlösung nie von Menschen, sondern immer von Gott. Denn Gott ist ewig und ohne Sünde. Die Menschen sind immer anfällig für Versuchungen. Menschen sind Anfechtungen ausgesetzt, umso mehr hoffen wir auf Gott. Und so ist es eben auch hier bei Hesekiel. Gott will die Herrschaft selbst übernehmen. Er will für eine gute Zukunft sorgen. Er will den Menschen heilen und Heilung geben.
gehört eben auch zum Buch des Propheten Hesekiel, zur Verkündigung des Hesekiel. Nicht nur die Kritik, nicht nur die Drohung mit dem Gericht. Und so lässt Gott durch seinen Propheten ihn auch ausrichten und verkündigen: Siehe, ich will meine Herde von den Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde annehmen. Eine ganz große Verheißung ist das. Gott selbst verschafft den Schwachen Recht. Gott selbst wendet das Blatt. Und so wird die Hoffnung hier verkündigt: Gott bleibt nicht stehen bei der Kritik an der Sünde und den Verfehlungen der Hirten. Er gibt einen Ausblick auf die Zukunft, auf einen neuen Hirten, auf den wahren. Und er sagt auch, was dieser wahre Hirte tun wird. Ich will sie aus den Völkern herausführen, aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Ich selbst will meine Schafe weiden, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Liebe Gemeinde, schöner kann man es kaum formulieren, was Gott uns Menschen mit Jesus, seinem Sohn, schenkt. Dass er uns in Jesus Christus selbst den wahren Hirten schenkt, sich selbst. Und dieser Jesus weidet nun nicht sich selbst wie die falschen Hirten, sondern er gibt sich selbst. Jesus wirtschaftet nicht in die eigenen Taschen, sondern er verschenkt sich selbst. Er lässt sich nicht nobel reservieren und bedienen, sondern er lädt ein, er teilt Brot, Fische und Wein. Jesus kommt nicht, um zu herrschen und sich dienen und bedienen zu lassen, sondern er kommt, um uns zu dienen. Er kommt nicht zu den Herrschenden, den Selbstgerechten und Selbstgefälligen, sondern er kommt zu den Menschen am Rande, zu den Zöllnern und Sündern, zu den Kranken, zu den Besessenen, Leidenden, um ihnen zu helfen. Er ruft Reiche und Arme, Starke und Schwache, gleichermaßen zur Nachfolge auf. Er lädt alle in das Reich Gottes ein. Alle gleichermaßen, nicht nur die besseren Preise. Dieser Hirte Jesus Christus sucht die Verletzten, Verwundeten, Verwirrten und Verlorenen und er bringt sie zum Reich Gottes als Hirte, als unser guter Hirte. Die Herrschenden erinnern er immer wieder daran, die Schwachen nicht zu vergessen. Wenn wir es als Kirche, als Gemeinde und als Christen ihm gleich tun, dann haben auch wir den richtigen Hirten. Eine wichtige Gabe des Glaubens ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die Unterscheidung zwischen guten Hirten und falschen Hirten. Die echten Schafe auf der Weide haben diese Chance nicht. Sie haben nicht die Wahl. Sie sind ihren Hirten ausgeliefert. Aber wir, liebe Gemeinde, wir haben die Wahl. Wir haben immer böse, falsche und schlechte Hirten vor Augen und wir haben Jesus vor Augen und wir können wählen. Wir können wählen, wir haben Jesus vor Augen. Der heutige Sonntag von guten Hirten ist eine Einladung an uns, in unserem Leben immer auf den richtigen Hirten zu schauen, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen, Jesus Christus, den für uns Gekreuzigten und Auferstandenen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen.
Zwei Sachen darf ich noch ergänzen. Am kommenden Mittwoch ist wieder mal eine Präsenzsitzung des Kirchenvorstands. Wir tagen im Jörg Kemmerhaus. Da können wir nämlich große Abstände halten zwischen den Sitzplätzen. Die Sitzung wird auch so kurz als möglich sein. Und das nächste Musikvideo ist auf unserem YouTube-Kanal mit Jürgen Tröger, die berühmte Toccata, die Moll von Johann Sebastian Bach. Also Sie können mal reinschauen bei YouTube, Kirchengemeinde Eibersreuth, finden Sie das. Auch Herr Peter Ludwig, der heute an der Orgel spielt, wird demnächst in einem Video dort vertreten sein. Nun lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du vom Tode auferstanden bist und als Herr und Hirte die Deinen erhältst und führst. Du hast auch uns zu dir gerufen, dass wir dir folgen und in unserem täglichen Leben deinem Willen gehorsam sind. Lass uns nicht irre werden, wenn wir deine Wege nicht verstehen. Wir gedenken vor dir deiner ganzen Christenheit, besonders den Gemeinden und Kirchen in der Verfolgung weltweit. Gib deiner Christenheit rechte Verkündiger, Lehrer und Helfer und lass durch ihren Mund deine Stimme laut werden. Mache deine Gemeinde willig zum Dienst, willig zum Hören auf dich, unseren guten Hirten. Und lass ihr Zeugnis nicht vergeblich sein. Herr, gib Frieden unter den Völkern, lenke die Mächtigen der Erde, dass sie Gerechtigkeit und Verständigung suchen. Segne unser Land und alle, die zu seiner Leitung berufen sind, dass gute Ordnung und rechtes Zusammenleben unter uns gefördert werden. Wir beten für die gefährdeten Ehen, halte die Familien zusammen in Liebe und Geduld, hilf zum Verstehen zwischen Jungen und Alten, gedenke der Einsamen und Bekümmerten und aller, die der Pflege bedürfen. Lass sie Menschen finden, die sich ihrer annehmen. Tröste alle Trauernden und stärke ihren Glauben. Herr, du baust deine Gemeinde in allen Völkern. Führe zusammen, was noch getrennt ist, dass endlich eine Herde und ein Hirte werde und jeder Mund dich preise als den einen Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch.